Ich habe doch Multifile ausgewählt. Was ist denn jetzt los? Ich muss mal schnell die Heiltränke auf Tastaturbelegung. Tasten 4 bis 0. Dann machen wir die auf die 7. Die Klosen auf die 8. Ey! Lass das. Wow. Ich komme bis zu Alimas Haus. Geht ja gar nicht. Haut ab hier. Da vorne ist noch ein Wahn. Komm. Wir müssen unbedingt unseren Bogenschutz-Skill erweitern. Zack! Ein Schuss noch, da müsste er down sein. Oder neben ist noch einer. Mal gucken, vielleicht hat er schon einen besseren Bogen für uns. Natürlich ein Glücksfall. Aua! Auf jeden Fall hat er ein Herz. Den Bogen kennen wir schon. Nehmen wir trotzdem mal mit. Kann man wieder verkaufen. Wow. Wow, hier ist so ein kleines Lager scheinbar. Das sind nämlich noch mehr von diesen Bonds. Naja. Lohnt sich auch gleich das Speichern. Ich weiß noch nicht mehr, wie man das Pferd herbeiruft. Ich glaube, man muss hart drücken. War nicht sicher. Schauen wir mal. Man kann auf jeden Fall nicht die Gegenstände übereinander legen. Das habe ich schon probiert. Im ersten Teil ging das nämlich. Zack. Oh, das sind alles beide Bogenschützen. Das ist epic. Muss ich zweimal ausweichen, die Pfeile schießen. Das war knapp. Geil. Wow. Jetzt habe ich auch einen Treffer kassiert. Halt. Halt, stopp. So, ich habe jetzt bewusst mal zwei Pfeile eingefangen, damit ich auch mal eine Chance habe, die beiden zu besiegen. Bleib ja liegen. So. Sind beide down. Schnell mal einen Heiltrank einfach. Ey, da ist ein Pfeil in unserer Schulter festgebacken. Geht ja gar nicht. Okay, als Entschädigung gibt es einen mittleren Heiltrank und ein mutiertes Herz. Das ist doch wenigstens etwas. Das war der Mühe wert, wie man schön sagt. So, warte mal schauen, hier vorne war doch irgendwie so ein kleines, genau das hier. Gibt es nicht eine Truhe? Gucken, was da drin ist. Kann ich nicht öffnen? LOL. War gar keine Truhe. Ah, doch. Auf der falschen Seite gestanden. Ist aber gar nichts drin, ne? Könnte man selbst jetzt was einlagern, was ich aber sehr doof finde, weil er macht das schon. Ah! Man kann doch das Pferd rufen. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir hier lang reiten, weil da sind Gegner. Wo Gegner sind, geht es meistens weiter. Also reiten wir auch hier vorne lang. Richtung der blauen Markierung. Oh, wir reiten einfach mal mit dieser Hügelkette hier rum. Mit dieser Bergkette. Vorne sind ein paar Sträuße, die könnten wir eigentlich mal down machen. So.
Schöne Aussicht. Boah, geil, ein Schuss reicht schon. Sehr herrlich. Zack. Das macht Spaß. Verdammt. Kann ich stundenlang so weitermachen. Kann mal schauen, ob wir wieder ein bisschen skillen können. 8 Skillpunkte haben wir bekommen. Was machen wir damit? Auf jeden Fall würde ich sagen, ein bisschen was auf Leben. Und dann hier ein bisschen die Skills weiter. Konzentration. Erfordert 15 an Präzision. Weitläuferpräzision. Du musst zunächst ein Skillbuch finden. Wir brauchen ein Skillbuch. Ah ja, dann erhöhen wir das mal ein bisschen. Ein bisschen in Stärke. Und noch ein bisschen Präzision. Dann können wir die bei der nächsten Stufe machen wir die Präzision dann auf Dings, wie heißt es, auf na, auf 15. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob ich jetzt die bessere Rüstung anlegen kann. Na, leichte Ausflugsrüstung hat 11%, die hat 2%, dann ziehen wir die mal an. Oh, sieht sehr schick aus, wie ich finde. Das hat sich mal gelohnt. Mal anschauen von allen Seiten. Geil. Das sieht schön aus. Das gefällt mir. Wo ist denn jetzt mein Speicherplatz hin? Auf dem Weg nach Bayern. Wo ist denn das hin? Bayern. Auf dem Weg nach Dings da. Hat man da. Wo ist denn das hin? Schloss Wackmar. Wo ist denn auf dem Weg nach Bayern hin? Zwei Stunden 53 Minuten. Dann übersehen wir einfach mal den Punkt hier. Steigen wieder aufs Pferd und weiter geht's. Schweres Pferd. Gibt's auch leichte Pferde? Na, hier vorne scheint so eine Art Weg sich abzuzeichnen. Oder sieht nur auf der Wiese so aus. Hier gibt's ein Äffchen, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt töten. Okay, ich weiß doch nicht, ob das so klug war, hier um diese Felsen herumzureiten, aber ich hab's jetzt gemacht und ne, die Felskette, die geht noch weiter. Okay, das ist eine episch lange Felsformation. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Vielleicht hätten wir bei Alima da direkt vorbeireiten sollen. Mal schauen, ob man hier entlang reiten kann. Wenn nicht, müssen wir uns zurückporten, ganz einfach. Also versuchen es einfach mal, um diese Felsen herumzukommen. Na, ah, das sieht nach einer Landmarkierung aus. Wahrscheinlich Kliniken. Jo. Sollten wir ziemlich vergessen können. So, denn hier führt ein Weg durch. Ja. Schade eigentlich. Dass wir müssen den ganzen Weg zurückreiten. Jetzt sind wir wieder am Wasser. Okay, das ist nicht der Weg nach Hatmandor. Das heißt, ich habe einmal komplett gefailt. Ist auch gar nicht so schlimm. Können wir gerade mal versuchen, doch nochmal so einen Nashorn down zu machen. Steck mal ab, Kollege. Wow. Wer... Oh, so ein Wahn. Ich wollte schon sagen, wo kommst du jetzt her? Ah, wie schön, dass ich dir Schaden gemacht habe. Scheint ja herrlich zu jucken. Ja. Was ist denn mit dem Kollegen los? Wow. Das ist ein ganzes Nest oder was? Geil. So treffe ich alle gleichzeitig. Herrlich. LOL.
Wie die stehen bleiben, sich treffen lassen einfach. OMG. Gegner, die sich nicht wehren, das finde ich herrlich. So, da kommt noch einer aus dem Gebüsch angejumpt. Das habe ich nicht gesehen, dass hier so ein kleines Warnlager ist. Warns oder Warns, wie auch immer man es ausspricht. Ich brauche unbedingt Skillbücher für Bogenschießen. So bin ich schon mal sicher. So. Sind alle drei down? Wow, was hat der denn für einen Spalt? Haben wir hier Gewicht 6? Nehmen wir mal mit, können wir verkaufen. Also jeder von denen hat auf jeden Fall immer so ein Herz, das ist schön. Falls wir mal kein Geld haben für Heilträge, können wir uns selbst welche machen. Das finde ich gut. Den Hammer können wir verkaufen. Haben wir jetzt schon 2 Stück von. Was haben die dann hier? Fleisch am Spieß.